Hallo Leute, ich habe frische News für euch, denn einige Let's Plays neigen sich jetzt zu Ende zu. Manche haben schon getan, manche nicht. Außer Guild Wars Knife, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich habe schon alles fertig gerendert und ja. Läuft. Und zu Ape Escape 2 ist ja jetzt fertig. Aber Ape Escape 3 wird noch dauern. Was heißt dauern? Aber erstmal nicht kommen, weil hab Ape Escape 1 und 2 jetzt direkt hintereinander und ich mag das Spiel sehr, aber ich kann auch nicht drei Teile hintereinander weghauen. Dann vergeht mir nachher der Spaß und dann kann ich es nicht so toll kommentieren oder was. Das will ich nicht riskieren, weil das ist einfach ein episches Spiel und das riskiere ich nicht. Deswegen gibt es kein Ape Escape 3 als nächstes. Aber vier andere neue Projekte. Nämlich zuallererst hier Paper Mario, der ersten Teil für Nintendo 64, der ja ziemlich in Vergessenheit geraten ist, weil das kam raus, wo der GameCube rauskam und dann hat es keiner gescheckt, dass es gab. Und viele nach Paper Mario 2, es gab Teil 1, oh. Oh, ist mir wohl an mir vorbeigegangen. Ja, ich kenne die aber. Habe ich damals sofort gekauft, was rauskam, für 120 Mark. Das weiß ich noch genau, weil es war schon ein krasser Preis eigentlich. Und ja, es ist richtig geil. Sehr viel Humor, sehr witzige Dialoge, aber es ist halt auch ein RPG. Ein Mario RPG. Es ist halt auch der Nachfolger des Super Mario RPGs auf dem Super Nintendo. Aber richtig nice. Da habe ich manchmal Momente, wo ich richtig abgehen kann. Also ist schon geil. Das ist sehenswert auf jeden Fall. Braucht aber ein bisschen, bis es in Fahrt kommt, Leute. Die ersten Parts sind ein bisschen, die zielen sich. Also es ist nur so ein Prolog. Das heißt auch wirklich Prolog. Der erste Part ist natürlich episch, ich will jetzt nicht spoilern. Aber danach, das zieht sich. Es ist nur ein Prolog, Leute. Da kommen viele gleiche Gegner, aber gibt es später schon. Es ist einfach nur geil, hat eine gute Story. Naja, seht selbst. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Und es hat auch was mit den hohen Sternen zu tun. Und die hohen Sterne, weil die hier auftauchen, habe ich parallel am Mario Party 5. Weil die hohen Sterne, das sind da die Gastgeber. Ja, er ist der Party-Modus hier, super Bonus-Modus, super Duell-Modus, Minispiel-Modus. Was war sie nochmal? Achso, Story-Modus. Das ist halt der alles erklärt. So, hallo, willkommen hier im Sternhafen. Und das ist der Optionsstern. Darum sehr passend zu diesem Spiel, weil die hier, da gibt's auch den Sternhafen, die gibt's hier auch, also sehr gut verknüpft, die passen wie die Faust aufs Auge zusammen. Und Mario Party 5 ist schon ganz nett, nur der Story-Modus ist ein bisschen seltsam, aber gebt ihr auch eine Chance. Und sonst schaut euch halt nur im Party-Modus an, der fängt glaube ich bei Part 6 an. Ich habe schon so viel gerendert, weil ja, das Internet war lange Zeit nicht mehr gut und so habe ich da natürlich weiter noch ein bisschen aufgenommen und jetzt habe ich ein bisschen was in Überschuss. Ja, Mario Party 5 gab's auch das erste Mal die Kapseln, die auch ganz nett zu sehen sind. Alles noch ein bisschen anders. Was ich schade finde, ist, dass es Donkey Kong wieder nicht mehr gibt und kein Boohoo mehr. Naja, ist ein bisschen anders irgendwie das Spiel, aber sehr nice. Und vor allen Dingen war erst das Let's Play auf dem GameCube. So, dann gehen wir hier mal weiter. Wenn wir schon so gegen die Uhrzeigersinn gehen, machen wir hier weiter. Mit Super Mario Galaxy 2. Wird von vielen als beste Wii-Spiel angesehen. Boah, ist nicht schlecht. Ich spiel's ja blind. Das ist ein blind MP. Hab schon sehr viel angezockt. Also, ich muss schon sagen, ziemlich geile Sachen sind dabei. Also, ziemlich geile Planeten, wo ich da auch so ein WTF-Moment hab. Boah! Da krieg ich richtig auf. Aber manchmal auch so, wo ich ein bisschen ratlos bin, ist halt wegen dem Blind-LP und weil es neue Sachen gibt. Es wurden neue Sachen wie Wolken-Mario eingeführt, mit dem ich halt sehr gut umgehen kann. Aber, naja, auch fies andere Sachen wie den Bohrer, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich machen muss. Das war alles. Ah, manches lief besser, manches nicht, aber ich bin jetzt auch noch nicht so weit. Ich meine, ich habe heute den 35. Stern, glaube ich, geholt. Und ja, da steigt schon das Niveau und jetzt ab da kommen auch immer mehr Fails und mal schauen, wie es noch so wird. Also wird immer härter.
Genau wie Paper Mario, es fängt auch einfach an und wird immer kratzer. Beim ersten richtigen Bosskampf war schon sehr knapp, muss man sagen. Also, naja, es dauert ja auch noch alles. Dann kommen wir zu Pokémon Saphir Edition. Werde ich aber nicht normal Let's Playen, denn ich werde die Nuzlocke Challenge spielen. Pokémon Saphir Nuzlocke Challenge. Was die Nuzlocke Challenge ist, das erkläre ich da. Auf jeden Fall ist es interessant, dass einige Sonderregeln dazu kommen. Vor allen Dingen ist es sehr sehenswert bzw. erwähnenswert, dass man die Pokémon verliert, wenn sie down gehen. Das ist ja das Problem. Ja. Und das ist anfangs noch relativ chillig. Da braucht ihr euch nicht beschweren. Stirbt ihr gar keins. Wie sollen da auch was sterben? Bei Saphir am Anfang? Zickzacks? Oder Flurmel? Leute, bleibt mal realistisch und geht da ganz freundlich mit um, weil das am Anfang noch nicht abgeht. Aber ansonsten, da wo ich bin, da fliege ich schon mehr, die Fetze. Ich sag nur, naja, es gibt halt einige schöne Moves bei Pokémon, die einen dann das Leben schwer machen können. Und natürlich auch die Critical Hits, die Volltreffer. Ein Volltreffer kann auch schon das Ende bedeuten, wenn es dann hart auf hart kommt. Und noch so gewisse Moves wie Hornbohrer, Guillotine, Eiseskälte oder sonstiges. Und auch nette Moves wie Explosion oder Finale, die ja sowieso immer viel Schaden machen. Naja, seht selbst. Ansonsten würde ich euch noch einen schönen Tag wünschen und viel Spaß mit den neuen Let's Plays, wenn sie dann hochgeladen werden. Vielleicht morgen, beziehungsweise heute, weiß ich jetzt nicht. Noch einige, oder was heißt einige, ein Part von irgendwas. Wird wahrscheinlich Paper Mario sein oder so. Ich mag Paper Mario einfach, es ist so ein geiles Spiel. Und dann natürlich, ja. Paper Mario löst Ape Escape ab. Pokémon löst. Lass mich mal überlegen. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Was hatte ich denn für schöne Let's Plays gerade am Laufen? Ja, es löst hier natürlich Super Smash Bros. Ab. So war es gedacht. Und, was wird Mario Party 5 löst? Mario Party 2 ab. Und Super Mario Galaxy löst, Super Mario Galaxy 2, wo ihr merkt, löst Warriors Orochi 3 ab, was ja auch jetzt zu Ende ist. Mit dem epischen Fight gegen Orochi X im Chaos Mode. Müsst ihr euch auf jeden Fall noch antun, wer es nicht getan hat. Part 69 und 70 sind auf jeden Fall ein Muss. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Infovideo, bis zu Let's Plays und was auch immer noch. Ich freue mich schon drauf. Also bis dann. Macht's gut. Schreibt mir was in die Kommis, wie ihr es findet. Ich bin da auch immer offen für eure Meinung. Also bis dann. Haut rein!